Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Subnautica. Gerade eben war da noch so ein Teleporter, der hat sich gerade verzogen, deswegen konnte ich den Blick nicht vom Monitor wenden, um euch zu begrüßen. Ein bisschen Angst, ich hätte auch Pause drücken sollen, können, aber nö. Ich bin mutig. Ah, ich höre ihn schon wieder teleportieren. Ja, aber hier finden wir das Zeug nicht. Wir brauchen eine andere Höhle. Hier finden wir viel von diesem Zeug, ja. Oh, hi, er ist neben mir. Gerade eine Tentakel gesehen, glaube ich. Hätte schwören können, ich habe eine Tentakel gesehen. Ja, komm, suchen wir uns eine andere Höhle. Ohne Aliens. Hier finden wir auch keine Steine zum Abbauen. Na, Dude, mein Süßer. Bin schon weg, keine Sorge. Ich bringe mich schon selber um. Ich habe ein Atomkraftwerk bei mir zu Hause aufgebaut. Ja, wenn das nicht schon zeigt, dass ich bereit bin, selbst zu sterben, dann weiß ich auch nicht. Ich glaube, das Ei habe ich noch nicht. Danke, du Arsch. Ach Gott. Ach, das ist der gute Alte. Okay, ich würde sagen, wir fahren einfach mal nach Hause. Also, wieso chillst du da? Wieso bist du so klein? Ich überfahre dich. Hat nicht funktioniert. Wir gucken mal, dass wir irgendwie ein Signal bekommen, das wir folgen können. Und dann werden wir da einfach hinschwimmen. Das führt uns ja meist in tiefere Regionen. Und dann passt das schon, würde ich sagen. Ne? Und dann reparieren wir auf jeden Fall unser Seemädchen. Ach, die Kackbratze ist wieder zu Hause. So. Können wir auch gleich ein paar Sachen ablegen. Ha, diesmal habe ich mich umgedreht. Aber ich hätte schwören können, ich hätte mehr von dem Zeug gehabt. Naja. So, für unseren Kernreaktor haben wir auch noch irgendwas. Und hier und da haben wir ein paar gute Sachen. Nehme ich die hier halt noch mit. Pack die hier mit hin. So, und noch ein Kreaturenei, das ein bisschen kleiner ist. Ist wirklich klein. Na gut, das Essen und Trinken behalten wir mal. Das ist ja eine große Flasche. Ne? Damit können wir viel machen. Und dann wollten wir uns ja noch eine Nachricht anhören. This is Sunbeam. You know Aurora. We're from a little transgov on the far side of Andromeda. And we have a saying there. There's no bad without the good. No good without the bad. Sounds like you tasted a bunch of the former, but that only means you're overdue a whole lot of the latter. Might just be we're in. We're scanning for somewhere to park. We'll be in touch when we find it. Sunbeam out. Ich glaube, da kriegen wir nichts für. Hörte sich nicht spannend an. Ach, keine Nachricht mehr. Ja gut, dann würde ich sagen. Nehmen wir diese Schnuckelchen hier mit und versuchen halt. Was habe ich eigentlich momentan für einen Helm auf? Ja, okay. Und dann versuchen wir, nochmal an Ort und Stelle zu kommen, wo wir das letzte Mal geflüchtet sind. Um die letzten Informationen daraus zu holen, weil da finden wir definitiv diese Steine. Glaube ich. Definitiv, glaube ich. Das passt zusammen. Dafür müssen wir in die Richtung. Mal gucken, vielleicht finden wir irgendwas anderes noch zwischendurch. Wäre ganz gut. Irgendeine tiefere Höhle oder so, deswegen fahre ich mal hier nach unten und dann grasen wir den Erdboden ab. Hoffen, dass wir irgendwas finden. Ich meine, das sind nur billige Steine. Nehme ich auch mit, weil ich habe auch kein Kupfer mehr.
Ah, Silbererz, naja. Gibt Besseres. Möchte hier, das hier führt mich nirgendwo hin. Ja. Signalboje? Bitte? Das wäre das, was mir noch fehlen würde. Segleiter. Ich hab schon wieder den Tentakel gesehen, ey. Ich werd hier noch wahnsinnig. Das macht mich kirre. Du bist das Steinchen, das ich suche. Ein Diamant. Gold. Das Salz. Ah, gut. Ja, jetzt brauche ich auch keine Diamanten mehr. Ihr braucht mir keine mehr geben. Ach, guck mal. Ja, ich scanne dich ja schon, meine Güte. Aber ist wenigstens durch. Lithium, perfekt. Nummer 1. Ja, gut, das ist nur ein billiges, aber ist nicht mit. War das gerade Lithium? Oder Blei? Was war Blei? Lithium. Schauen wir uns hier auf jeden Fall nochmal genauer um. Ja, ja. Ich habe leider keine Spezialausrüstung. Nummer 3. Ja cool, können wir gleich sogar nach Hause. Wer hätte es gedacht? Ich glaube, für Kupfer muss ich zurück an Anfang. Tauchdock? Okay, ich dachte, das wäre Müll. Ich habe mich mehr für Müll interessiert als für das Tauchdock. So, habt ihr hier noch irgendwo ein bisschen Lithium für mich? Diamant, ey. Was will ich mit dem Diamanten? Kupfer ist genau das, was ich brauche. Ja, du, jetzt beruhigt euch mal. In dieses Biom gehörst du sowieso nicht. Geh in dein eigenes Biom zurück. Was ist denn los mit dir? Na gut, er ist ja grenzwertig dran. Ach komm, mir fehlt noch ein Lithium. Mach mal keinen Scheiß. Hey, das habe ich gesehen. Was stimmt mit dir nicht, Kollege? Tigerpflanze. Was soll das? Wie sollen wir dich auch scannen? Wie und wer ist das denn? Lithium. Ja, Titan. Lithium. Gold. Lithium. Ich lebe riskant. Ich habe da gerade was gesehen, was sehr auffällig ist. Und zwar das. Ist das? Ich glaube, das ist meine Plattform, die ich da hingestellt habe, ne? Direkt neben das Ding? Entweder war ich blind oder es ist nicht meine Plattform. Aber es sieht nach meinem Handwerk aus. Gut, wir sind dem Zyklopen schon näher gekommen. Sehr schön. Versuchen wir noch ein bisschen Lithium zu sammeln. Der Kupfer sage ich auch nicht nein. Wer braucht schon Salzkristalle? Werden mir hinterhergeschmissen. Ich muss langsam zurück, ne? Sehe ich gerade so an meinem Dingenskirchens. Wo ist zurück? Hier, Hans-Dieter der Zweite. Ja. Sehr gut. Na gut, machen wir den Krebs fertig, würde ich sagen, ne?
Jetzt haben wir alles, was wir brauchen. Ich will die scheiß Batterie nicht wechseln. So, jetzt haben wir genug Lithium gesammelt. Perfekt. Wird hier langsam anstrengend, ey. Was ist denn los? Ganze Zeit hin und her, hin und her, hin und her. Kamera müssen wir da auch mal langsam wegbewegen. Ich finde es seltsam, dass wir jetzt plötzlich alles so leuchtend sehen. Ganz komisch, als wäre es verbuggt. Ah ja, Mr. Kackbratz ist wieder weg. So, Mr. Handy. Okay. So. Zu viel Gold. Ah, wenigstens habe ich wieder Kupfer. Ah, Mann, ich hab zu wenig Spinde. Ja, was habe ich hier am häufigsten? Gold, ne? Das Lithium brauche ich noch. Okay. Packen wir das Gold hier mit rein. So. Zwei Plastalbahnen. Oder Plastalbahn, ne? Plastalbahnen ist richtig. Da! So. Das kommt dann nochmal rein. Dann brauche ich Aerogel. Zwei Stück. Emilliertes Glas. Einmal. Zwei Diamanten. Easy. Und zweimal Blei. Alles kein Problem. Ja, bauen wir uns den Krebs. Gucken wir mal, wie der so drauf ist. Dann brauchen wir halt noch einen Tauchdock. So. It is normal when first piloting a prawn suit to feel a sense of limitless power. Prawn operators receive weeks of training to counteract this phenomenon. You will have to make do with self-discipline. Stell dir vor, ich hätte über so einen unendlichen Abgrund gebaut. Ah ne, ich dachte schon, der geht ganz runter. Ach, der hat von alleine so eine Vorratsbox. Erweiterungsmodule. Ordentlich was, okay. Welcome aboard, Captain. Wir haben Sprungkraft, aber wir können nicht schwimmen. Was? Lass mich mit der Energiezelle in Ruhe. All systems online. So, okay. Ich töte mich schon ja fast selber, ey. Gucken wir mal, ob wir ihn da andocken können. Ja, rein theoretisch müssten wir das wegen der Farbe und allem. Ja, nice. Herbert. Der sieht mir aus wie ein Herbert. So, Rumpf.
Gelb, Signalfarbe. Wir machen Signalfarbe, damit die nicht zu uns kommen. In den Rot. Streifen. Rot. So. Wenn das nicht wunderschön ist, dann weiß ich auch nicht. Gut, dann lassen wir den Krebs hier unten, weil der kann ja offensichtlich nicht schwimmen, sondern nur laufen. So, was passiert, wenn ich jetzt schlafen gehe? Heile ich mich dadurch? Oh. Oh. Nein. Einfach nur ein Gimmick. Na gut. War ein Versuch wert. So. Eigentlich kann ich auch was trinken. Dann brauche ich die Module. Und eine Heilung. Scannerraum, Krebsmodul, Frachtmodul. Ja, da können wir eigentlich mehrere Frachtmodule anbringen, ne? Ist ein bisschen blöd, dass er nicht schwimmen kann, sondern nur fallen, aber gut. Und er ist auch nicht wirklich schnell. Er wird uns ziemlich schnell kaputt gehen. Ich glaube, die Seemotte werden wir mit Torpedos ausrüsten müssen. Geht nicht anders. Verwertbares. Schlingpflanzensamen. Steinlaus. Leviathane, Riffrücken. Ach so, das gibt mehrere Leviathane. Ach so, das eine könnte auch ein Riffrücken gewesen sein, das große Ding. Kann sein, ja. Verstorben. Gerippeproben. Seedrachenskelett. Forschungsobjekt. Uraltes versteinertes Skelett. Bericht über die Bakterieninfektion. Du wurdest mit einem bisher unbekannten, durch Wasser übertragenen Bakterium infiziert. Es vermehrt sich momentan in deinem Blutkreislauf. Geschätzte Inkubationszeit 2 Wochen. Dein Immunsystem bekämpft momentan die Infektion mit geringem Erfolg. Eventuell hast du bereits grippeähnliche Symptome und Hautirritation bemerkt. Diese werden sich wahrscheinlich verschlimmern, je mehr sich das Bakterium ausbreitet. Linderung und Auslöschung der Infektion sollte höchste Priorität haben. Empfohlene Vorgehensweise: Sammle weitere fremde Forschungsdaten über ein mögliches Heilmittel. Erforsche die Vorgänge, durch die das einheimische Ökosystem die Symptome der Infektion hemmt. Fremde Eier. Es gibt Hinweise, dass sich die meisten, wenn nicht sogar alle einheimischen Tierarten durch Eiablage vermehren. Bla 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 bla. Okay. Rochenarten. Verschiedene Rochenarten, die auf 4546b heimisch und jeweils an unterschiedlichen Umgebungen angepasst sind. Die Exemplare sind zu 99,99% genetisch identisch mit denen, die heute auf diesem Planeten vorkommen. Was darauf hinweist, dass insbesondere Rochen im letzten Jahrtausend eine geringe evolutionäre Mutation durchgemacht haben. Geisterrochen, Quallenrochen, Purpurrochen und Kaninchenrochen haben einen gemeinsamen evolutionären Vorfahren. Der Alpha-Rochen könnte sich tief in den Ozeangräben entwickelt haben und wuchs schnell im Rahmen des verfügbaren Nahrungsangebots. In Größe und Aussehen wäre er dem Geisterrochen am ähnlichsten gewesen, mit durchscheinender Haut zur Tarnung und nach vorn gerichteten Augen für die Jagd. Das war die Oberkackbratze. Ach, was du nicht sagst. Könnte auch Seedrache sein. Ich glaube, das war die Oberkackbratze. Es hört sich nach der Oberkackbratze an. Ein schneller und beängstigender Lauerjäger von Kleintieren in der Dunkelheit, ja. Das kommt ihm sehr nahe. Während einige Rochen in den Begrenzungen der Höhlensysteme bleiben, in denen sich ursprünglich entwickelt haben, sind die anderen relativ junge Anpassungen an neue Lebensräume vielleicht das Ergebnis von Überpopulation. Seedrachenei. Dieses große Ei wird in einem hermischen, versiegelten Behälter aufbewahrt und wurde chemisch sterilisiert. Da es in dieser Einrichtung nicht möglich war, ein ausgewachsenes Seedrachenexemplar aufzunehmen, ist es wahrscheinlich, dass die fremden Forscher stattdessen Eiablage und Brutprozesse von Leviathanarten studierten. Zu welchem Zweck ist unklar. Robby,
Schiefer, irgendwas. Tote Zone. Geologische Scans von diesem Gebiet zeigen einen steilen Abfall in jede Richtung. Diese Daten passen zur Theorie, dass die Aurora auf dem Rand eines Vulkankraters mit 2x2 Kilometer Durchmesser aufgeschlagen ist. Wahrscheinlich hat seit Jahrtausenden kein Ausbruch mehr die Oberfläche erreicht, sodass das Ökosystem innerhalb des Kraters florierte. Die Ökologie des Grabens, der den Krater umgibt, unterstützt nur zwei Arten von Leben. Winzig wie Mikroben und riesig wie Leviathane. Eine Erkundung wäre unklug. Jetzt wissen wir Bescheid. Ja, sieh mal, nach guck. Ja, schön. Wo waren wir stehen geblieben? Krebse, 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 Krebse. Wir wollten mit ihm losziehen, wir wollten dann mit ihm sterben und dann fröhlich sein, dass wir gestorben sind. So. Herbert. Ich habe Dinge für dich. Ich wollte da nicht rein. Ja, dann lass mich halt runter. Meine Güte. So. Zyklop! Ach Gott. Okay, das war dumm. Dann können wir das für den Zyklopen haben. Aber gut, dass ich jetzt auch lese, dass es nicht stapelbar ist. Aber ist auch nur Seemotten, ne? So. Kyanit brauche ich 3 Stück. Wie tief kann ich denn jetzt mit dem Zyklopen runter? Das ist hier doch die Frage der Fragen. Ich meine, ich muss ja auch irgendwie wieder hochkommen, oder? Weil schwimmen kann ich offensichtlich nicht mit dem Ding. Okay, wir haben den hier. Ach, das ist so ein... Oh, ja, das... Bringt mir aber herzlich wenig, ne? Okay, ich kann es festhalten. Ist ja der Wahnsinn, was ist das überhaupt? Titan? Ah, ich weiß, was die Kristalle waren. Irgendwer hat da so einen Kristallhaufen kaputt gemacht. Mit Garantie. Ha! Nur du und ich, Kleiner. Nur du und ich. Ach, ich baue das die ganze Zeit ab. Ein Frachtraum. Ah, okay. Aber ich bin ganz ehrlich mit euch. Ich gehe doch lieber mit meiner Seemotte auf Erkundungstour. Der hier ist ganz gut zum Abbauen und so, ne? Aber der ist auch nicht wirklich schnell. Wir brauchen Jahre, um irgendwo anzukommen. Na gut. Stellen wir uns einfach hier drauf und dann verlassen. Obwohl, vielleicht gehen wir.
hier drauf. Ich glaube, hier sind wir sicherer vor der Kackbratze. So, liebe Seemutter, dann wirst du halt jetzt da ein bisschen aufgerüstet. Gut, der Krebs ist eine Enttäuschung, muss ich sagen. Kann sein, dass er irgendwie stark ist im Kampf und so weiter und so fort, aber ich will keine Jahre brauchen, um irgendwo anzukommen. Bin ich ganz ehrlich zu euch. Ich bringe an dem Ding hier lieber Torpedos an. Machen wir das mal. Hatten wir noch irgendwas hier? Ja gut, das Wasser ist hier noch. Okay, dann gehen wir mal hoch. Und dann gucken. Jedes Mal, weißt du was? Irgendwann reicht's auch. So. Aber ich kann doch keine Torpedos mehr anbringen, ne? Es fehlt. Ja, es ist ungünstig. Gut, dann müssen wir es halt noch erforschen. So wie die Signalboje. Aber wir können Stasi-Gewehr bauen. Und das Ding hier. Mit Kabelsatz. Ja komm, bauen wir das mal. Achso, Glas. So, Ausrüstung. Kompass. Ja, wir können Luft runterpumpen, oder was? Ah, ich verstehe. Kompass zeigt die Himmelsrichtung. Oh. 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 Ja. Gerne. Aber wir haben natürlich kaum Kupfer. So. Kompass. Kabelsatz. Aber dafür brauchen wir auch Kupfer, oder? Nee, zweimal Silbererz. Das ist kein Silbererz. Das ist eine scheiß Salzablagerung. Die können weg, die verbrauchen Platz. Wieso bin ich doch nicht drauf gekommen, so einen komischen Kompass zu bauen? Na, hätte ich wenigstens alles wiedergefunden. Ich brauche keine Signalbojen, wenn ich einen Kompass habe. Kompass. Kompass. Ah, ist ja cool, die Sache. Hatte ich schon einen Kompass? Hatte schon einen Kompass. Nee, egal. Ich hab die Aufnahmen. Ich weiß, in welche Richtung es dann geht. Ich gucke mal, ob ich den Kompass wirklich hatte. Moment. Guck ich mal die Folge an hier. Ich hatte den Kompass! Ja. Kann ich den Kompass in den Bioreaktor werfen? Wäre auch zu schön gewesen. Ach, scheiße. Jetzt habe ich Kupfer verschwendet. Das ist doch nicht dein Ernst, Mann. Tja. Zumindest weiß ich dann wenigstens jetzt, wo alles liegt. Ich muss es mir nur in den Aufnahmen angucken. Passiert, Leute, passiert. Ich meine, ich muss ja nicht mal. Ich weiß ja, wo es hingeht. Ist alles in Ordnung. Ich hoffe, ich werde nicht verstrahlt, wenn ich hier jetzt den hier ablege. Stylisch. Ach Leute. Ich hab grad ein kleines Down, weil
nicht einen Kompass gebaut haben. Aber das ist ja nicht so schlimm. Signalboje kann ich immer noch nicht bauen. Aber ich würde halt gerne so ein Stase-Gewehr. Dafür brauche ich ein Computerchip. Oder eine Schubkanone. Dafür brauche ich einen Kabelsatz. Aber ein Kabelsatz war ja auch nur Blei, ne? Silber. Ach komm. Zweimal Silber. Kabelsatz. Oh, Freunde, ich sehe gerade, wir haben schon zu viel Zeit. Wir sehen uns morgen zu einer neuen Folge wieder und dann bauen wir mal die neuen Sachen. Haut rein, euer Zero. Tschüss.